MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Omsi 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück von der Karte Aachen mit dem, ja, aktuellsten Stand 2015 müsste das ungefähr sein. Joa, wir fahren heute mal wieder die Linie 73, sind wir auch schon länger nicht gefahren. Stehen hier am Klinikum. Der Hubschrauber ist gerade unterwegs scheinbar. Ich darf euch heute einen ganz, ganz besonderen Bus vorstellen. Ja, ein privater Mod, der mir zugesendet wurde von dem Kollegen 89 Spin Rage. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr werdet sehen, dieser Bus ist einfach geil, Alter. Hab schon eine kleine Probefahrt gemacht und es wurde sehr, sehr viel verändert. Das versuche ich euch jetzt kurz und schmerzlos näher zu bringen. Das ist der KOM 180, also der ASEAC-Wagen 180. Aachener Zuschauer werden das wahrscheinlich kennen. Ja, ich sage euch ein bisschen was Neues. Und zwar haben wir Texturanpassungen. Die Decke zum Beispiel ist neu, also es wurde einiges aus dem Aachener Facelift übernommen. Meldeleuchte am VDV haben andere Anordnung, aha. Stoppanzeige zeigt Wagen hält und nicht Stopp, also den hier, ja. Kann man, glaube ich, auch schon mal ausprobieren. Ja, ist jetzt Wagen hält, nicht mehr Stopp, also basiert auf dem, ja, was ist das, Facelift oder so? Ich meine, von außen sieht das Modell aus wie ein C1. Der Sport ist allerdings aus dem Facelift, also man hat sehr, sehr viel gemacht. Innenraum ist dunkler, Fahrerkabine seht ihr auch hier, ist aus dem Aachener Facelift. Der Boden ist jetzt neu, Türtexturen sind neu, ja, das ist jetzt zum Beispiel heller hier, sieht man auch ganz gut. Kasse hat neue Texturen, da kümmern wir uns gleich drum. Neue Rollstuhlrampentextur ist auch mit am Start. Scheinwerfertexturen, E-Box, Innenanzeige ist rot, zeige ich euch auch gleich, wir können uns ja mal anmelden. 5, 4, 3, 6, 2, 7, 1, 0. So, 73, wie gesagt, zum Bahnhof Rote Erde. Das sind die 0, 73, 0, 0. Umlauf 1. Also die 2. Innenanzeige ist jetzt also rot. Funktioniert nicht. Wieso steht der Aachen Bushof? Naja. Oder wird das durchgescrollt? Nee, naja, dann ist egal. Ist die Matrix von außen, ist auch anders. Leider hier ein B immer dahinter. Weiß ja nicht, wovon das kommt. Dann Entwerterpositionen. Hier wurden auch geändert, sind jetzt real. Zweiten Entwerter, E-Ticket-Scanner an der zweiten Tür. Das ist der Gerät. Hier, ja. Ja, Türöffner an der dritten Tür haben wir. VDV haben wir hier, das Kneeling, ein paar andere Taster, ne? Fahnenhaltung, aha. Hier, glaube ich, war. Dass man auch mit diesen komischen Fähnchen fahren kann, braucht kein Mensch. Optisch abgenutzte Scheibenwischer. Also diese Details, ne? Das liebe ich, ja. Anderes Lenkrad, neue Spiegel. Seht ihr hier auch, ja. Sitze. Sitze sind soweit, aber hier, das ist auch neu, hier, dieses Ding. Stoppanzeige im hinteren, also im Nachläufer. Da ist nur noch Wagen hält, da ist jetzt keine Zielanzeige mehr mit drin. Halteschlaufen haben wir auch mit drin, haben wir die? Ja, haben wir auch, sehr schön. Dritte Tür hat nun einen Warnton. Also ich schmeiße mal den Motor an. Könnte mal ein bisschen lauschen. Genau. Hupe ist neu. Schepper-Sounds, Gelenkwischer-Sounds, Tür-Sounds, bla bla bla. Roller-Sounds, alle Sounds, die ihr euch so vorstellen könnt, sind neu. Also es ist jetzt hier eine Liste von 20 Sachen. Die werde ich euch jetzt nicht alle auflisten. Werdet ihr dann einfach beim Fahren merken. Und wir haben neue Motor-Sounds. Die gefallen mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ach, Leute steigen auch hinten ein, sehe ich hier gerade. Alles klar. Erste Tür kann man während der Fahrt öffnen, schließen. Werden wir auch durchführen. Joa.
So muss das sein. Hier steht nochmal vielen Dank an Sebibo LP, der mir die Sound noch zur Verfügung gestellt hat. Also die Sounds sind göttlich, Freunde. Die sind göttlich und ich würde sagen Abfahrt, ja. Wir legen direkt los. Rollo-Sound. Ist auch neu. Machen wir mal so ein bisschen runter. Können uns ja mal so ein paar Wolken hier noch mit einfügen. Damit das nicht immer so trostlos aussieht hier. So. Genau, und dann fahren wir los. Also hier auch neue Sounds, hier Schnauf-Sounds, auch neu. Dann fahren wir mal vor zur Haltestelle, wa? Also Nining funktioniert zwar auch noch nicht immer so hundertprozentig. So dass ich also hier ohne Nining fahren werde heute. Wohinger Weg. Ach so. Hallo. Hallo. Wenn man die Haltestellenbremse reinmachen muss, muss ich mich erstmal dran gewöhnen wieder. Haben wir hier, nee, steht immer noch Kurzstrecke. Naja, das hätte man auch ändern können. Sie haben ja keinen Fahrschein ausgegeben. Weil ich dachte immer, das heißt ja Flugstick. Naja, oder Ticket oder keine Ahnung. Das hört sich so an wie bei der Sauerstoffmaske hier, das Schnaufen. Hört mal. Sauerstoffmaske ist da. So, ja, hier Blinker-Sound, Blinker-Texturen. Wie gesagt, wer aus Aachen kommt, kann gerne mal kommentieren, wie ihr den Bus so findet. Von außen sind die Sounds hier auch sehr schön. Die Bremssounds, also wenn man auf die Bremse geht, gefällt mir der Sound von außen nicht so. Also zumindest in der Probefahrt. So, dann fahren wir mal los. Achso, wir haben ja noch einen Haltewunsch hier, wa? Weil ich ja da vorhin blöderweise raufgedrückt habe. Tür-Sounds sind auch genial. So, bitte abfahren, ja, haben wir schon getan. Ich hoffe, dass wir jetzt auch, ja, jawohl, am Ansang. Wendlingweg. Ja, der Blinker geht nicht von alleine aus. Muss ich immer selber mit der Hand steuern hier. Ist gewöhnungsbedürftig, ne? Haben ja gewisse Busse. Aber man ist halt gewohnt, dass, wenn man das Lenkrad halt ein bisschen bewegt, dass es dann von alleine ausgeht. Stibi-Straße. Gönnt euch den Sound, ey. Hammergeil. Also musste ich euch unbedingt gleich zeigen hier. Bus gerade installiert. Kurze Testfahrt macht mir so, ey Leute, den müsst ihr sehen. Absolut geiles Teil. Das Geruckel nervt mich gerade ein bisschen hier. Einmal Kurzstrecke. Dankeschön. Bitte. Schönen Hallo. Guten Tag. Dankeschön. Bitte. Ja, hier, Ticketdrucker klingt auch sehr, sehr nice. Sauerstoffmaske nervt mich gerade halt nur so ein bisschen. Wenn wir halt stehen, ne? So, das sind die Innenansichten hier. Campus. Huch. Das ist immer sehr praktisch, wenn man Verspätung hat. Einfach bei Ende der Fahrt die Tür aufmachen. Da spart man Zeit. Man muss also typtechnisch sehr, sehr viel vom Aachener Facelift übernommen worden sein. Weil ich nenne ihn ja immer liebevoll den China Citaro. Den Aachener Facelift. Gefällt mir gar nicht, Digga. Aber das Geruckel hier bei dem Spiegel, ey, das muss man noch ein bisschen in den Griff bekommen, sag ich mal. Hallo. Hallo. Jo, danke.
einmal normal. Oh ja, auch neuer Sound. Auf der Hörn. Ja, wie immer gilt, bei privaten müssen bitte keine anfragen. Entwickler möchte nämlich nicht, dass dieser Mod öffentlich geht oder darf es nicht, je nachdem. Sie haben auch eine Menge Fremdcontent bei sowas verbaut, ne? Ihr kennt das Spielchen. Aber ihr dürft gerne mal so reinschreiben, wie ihr den Bus findet. Schönen guten Tag. Hallo. Schöner C1, ey. Das waren noch gute Busse damals. Halifaxstraße. Ah, das Geruckel, wie gesagt, bei den Spiegeln, das muss man noch mal ein bisschen beheben. Vielleicht bei der nächsten Version dann. Das wäre cool. Und das Schnaufen, also diese Gasmaske da. Oder Sauerstoffmaske. Wie man es auch immer nennen möchte. Wieso sagt er eigentlich die falschen Sachen durch hier? Habe ich mich jetzt... Auf der Hörn, genau. Ah ja, jetzt haben wir's. Der war schon eine voraus wahrscheinlich, wartet mal. Ja, vorhin klang das noch ein bisschen besser. Ich kam gerade nicht so wirklich aus dem Moosepot hier. Aber es ist auch schon interessant, dass man nicht diese Kasse aus dem Aachener Facelift hier reinkopiert hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine neuere Version ist. Auf jeden Fall ist das ja dieses Freeware-Gerät, was wir in vielen Freeware-Bussen von OMSI auch drin haben. Diese Farego oder wie man das auch immer nennt. Farego. Ich weiß es bis heute nicht. Und wieder geruckelt. Hallo. Moin. Ist ja ganz schön kalt hier drin. Ja, aber wir mal eine Jacke anziehen. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Bitte. Ja, Haltestellenbremse sieht folgendermaßen aus. Sieht so aus, also nicht besonders. Halifaxstraße. Oh ja, man hört schön die Sounds vom Gelenk hinten. Sehr, sehr gut. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Danke. Jo, alles klar. Einmal Kurzstrecke, bitte.
Der Zart hat gerade nicht geruckelt, als ich ins Spiel gekickt habe. Naja. Irgendwoher kenne ich den Spiel, oh, ich habe den schon mal bei irgendeinem anderen Mod gesehen. Ist jetzt nicht was Neues, glaube ich, aber muss ja auch nicht sein. Hier war, glaube ich, immer dieses Fahrtenbuch drin. In diesem Fach hier bei dem Aachener Facelift. Oder da drunter geklemmt oder so. Auf jeden Fall gab es da so ein komisches Buch. Blinker finde ich auch geil. Wenn du den einschaltest. Sehr, sehr geil. Nur, dass ich den halt jedes Mal selber wieder rausmachen muss. Ah ja, bisschen mühsam, aber halt wahrscheinlich realistisch. Sonst hätten sie das nicht gemacht, wa? Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. 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 Danke. Da hat man gerade dieses Türpiepen gehört von hinten. Tür, Warnton, wie auch immer man das nennen möchte. Sehr, sehr cooler Bus auf jeden Fall. Macht wieder Spaß. Ja, Aachen mal wieder eine Payback-Karte heute. Aber wie gesagt, ich meine, wenn ich jetzt so einen Aachener Busmod kriege, muss ich das natürlich auf Aachen zeigen, ist ja klar. Ein bisschen passen sollte das ja schon, wenn es sich gerade anbietet, ne? Genauso wie X10, wenn jetzt wieder ein BVG-Mod kommt, ne? Kann man natürlich auch spannend und modern wieder fahren, hat man jetzt aber auch zuletzt schon. Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte. Danke. Bitte. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Standbild ist da. Westbahnhof. Boah, das Geruckel hier heute, ey. Das ist jetzt wieder so ein typischer Kartenruckler. Hab da gerade oben auch eine roten Leiste gesehen. Hat irgendeine Kachel wieder geladen oder so. Braucht man 100 Jahre bei Aachen. Das ist ja nur seitdem der Don schon auf dem Markt ist, so. Hat sich auch bis heute nicht dran geändert. Ja, zweite Tür ausschließlich manuell zu bedienen. Oh Leute, kommt jetzt, hört auf mit dem Gerucke hier. Hallo. Hallo.
bisschen was auch von der Luftpumpe, ey. Oh je. Audi Max. Halten wir ein bisschen weiter vorne an. Mal gucken, ob die da noch hinten einsteigen. Wurde ja gesagt, ja, machen sie. Sehr schön. Aber nicht an der dritten Tür offensichtlich. Hallo. Hallo. Guten Tag. Und grüßen natürlich auch, wenn sie hinten einsteigen. Das ist ein Klassiker, warum sie. Eine Kurzstrecke. Hm, geht gleich los. Also Soundaufnahmen göttlich. Ob das Kennzeichen so stimmt, wage ich mal zu bezweifeln. Das erscheint mir ein bisschen sehr lang. Mit E-Ticket bitte hier einsteigen. Ja, ja, stimmt. Haben wir ja gesehen vorhin, diese komischen E-Scanner da. Die sind da wo nur hinten. Okay. Auch mal interessant zu sehen, ne? Knalltüte, ey. Glaubet ja. Wer sitzt da schon wieder am Steuer? Und jetzt kommt er nicht aus der Busche nach vorne. Gibt es ja wohl ja nicht. Alter. Ja, das sind so die Bremssounds. Hallo. Danke. Jawohl, alles klar. Einmal Tageskarte. 5,90. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein. Dankeschön. Bitteschön. Drei Schokäßchen. Der Boden ist auch aus dem Aachener Facelift. Ja, schade, dass hier die Innenanzeige noch nicht so ernst stimmt. Das hast du ja bei manchen Bussen in Ormsi. Ist ein bisschen schade, ne? Aber gut, kann man jetzt auch nicht machen.
Hallo. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Dankeschön. Bitte. Ich hätte gern eine Tageskarte. Jo. So, das ist auch meine Jans hier. Ach, unser Freund wieder hier. Und dann noch mit dem Platten unterwegs. Minoritenstraße. Wenn du auf die Bremse trittst, ey, übelst geile Sounds. Ja, ansonsten habe ich eure Wünsche, Anregungen für nächste Folge, übernächste. Hast du ja nicht gesehen, ne? Die habe ich zur Kenntnis genommen. So ein paar Karten, die kenne ich selber noch ja nicht, die ihr da vorgeschlagen habt und relativ neu sein sollen. Gucke ich mir auf jeden Fall an, müssen wir mal schauen, was drin ist, ne? So. Jo. Haltestelle 15. Ja, komm, hier leg mir am Arsch. Haltestelle 15, ja genau, Haltestelle 12 halten wir nochmal. Müssen wir jetzt, fahren wir durch das Gelände einmal durch hier oder was? Nee. Fahren hier vorne lang, wa? Ja, alles klar. Wir könnten aber auch hier durchfahren. Nee, wir müssen da anhalten nochmal. Scheiße. Na gut, dann ist Abfahrt. Bushof. Moin. Noch schön im Rossmann gewesen oder was? Das sieht ein bisschen versifft aus hier. Die eine Seite. Guten Tag. Kann man hinten die Tür aufmachen? Nö. Also hinten dann doch kein Einstieg. Hier aber. Okay. Naja. Schnauft nur, wenn ich die Haltestellenbremse an der Ampel oder irgendwo reinmache. Das ist ja geil. Dann lasse ich die Haltestellenbremse jetzt einfach weg. Dann bleibe ich halt die ganze Zeit mit dem Fuß auf dem Bremspedal. Dann muss ich diese Gasmaske nicht mehr hören, ne? Das ist doch super. Ein Problem haben wir gelöst. Und die Ruckler werden auch weniger. Habe ich jetzt so persönlich den Eindruck.
Wenn ihr Fragen irgendwie habt, ne? Ich habe ja wie gesagt nicht alles vorher gelesen, weil ich jetzt hier nicht irgendwie nicht mein Buch vorstelle und eine Lesung gebe oder so. Ja, also. Aber wer jetzt irgendwie sagt, boah, was ist denn das da, das hast du ja nicht erwähnt, das kommt mir aber ja komisch vor da so. Dann hat neulich ein Zuschauer auch gemacht. Schreibt mir bei Instagram oder schreibt es einfach in die Kommentare, viel, viel besser. Ja. Das ist ja kein Problem, dann gucke ich danach, was da falsch war. Oder was ich jetzt nicht erwähnt habe und was los ist hier, ne, bei dem Bus. Guten Tag. Guten Tag. Jawohl, danke. Hier wollen sie alle raus am Hanselmannplatz. In Scharen. Oh, das ist jetzt hier Linie 73 exklusiv. Fällt die Linie 33 nicht lang. Naja, wenn ich in dieser. Also, wenn ich ganz hinten im Gelenkbus sitze hier in OMSI 2, ey, sorry, dann kann ich einfach nicht gerade die Spur halten. Ich weiß nicht warum, aber. Ist einfach so, sorry. Also, das ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg, um vernünftig auf die Straße gucken zu können. So, fahren wir hier nochmal eine Runde. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So, Scheibenstraße, sollte man da sein, war ja. Scheibenstraße. Ach nee, wollte ich gar nicht mehr. Egal. Hallo. Jawohl, danke. War ein bisschen voreilig. Alter, die auch brauchen zum Aussteigen da hinten, ist ja furchtbar. Na komm, fahr.
Ach, hier wieder so ein Holländer. Ich glaube, Linie 33 würde auch Spaß machen mit diesem Bus. Josefskirche. Ah ja, die Josefskirche. Ah Mensch, lange nicht mehr hier lang gefahren, 73. Ja, ansonsten ist jetzt auch nichts Neues um die zwei erschienen oder so, was ich euch noch mitteilen müsste. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Entweder sind die Newsportale alle eingeschlafen. Entweder bin ich eingeschlafen oder es kommt halt wirklich absolut gar nichts, was erwähnenswert ist. Muss ja nicht was Großes sein, kann ja was Kleines sein, aber einfach irgendwie, dass man wieder ein bisschen Content hat, wa? Aber ich habe ja sowieso noch ordentlich nachzuholen hier. Einmal Kurzstrecke bitte. Mhm. Ach, der Holländer wieder hier. Den hängen wir ab, den Holländer. Tschüss. Na, jetzt gibt er erst. Jetzt gibt er erst, aber wir auch. Aha. So. Das ist die Elserstraße jetzt. Alle draus, was keine Miete zahlt. Oh, ihr habt da schön nochmal den Sound gehört hier. Ja, wahrscheinlich nur Wendlingweg. Hier auch, ne? Nur da einsetzt, nicht zwei oder so. Hast halt ein bisschen mehr Stehplätze noch. Nee, jetzt schildert er schon um hier. Alter, diese Drecks-KI von Omsi, ey. Wo fahr auch?
Ach Mensch, schon abgerechnet. Na, jetzt ist meistens noch, ne, genau diese Fahrt zur Wendestelle. Seht zu, dass ihr hier rauskommt. Ja, wenn ihr euch nur fünfmal im Kreis dreht, ist das kein Wunder, dass das so lange dauert. Ach, hat er jetzt auch schon. Naja, wir fahren trotzdem noch die Runde. Ich denke, die meisten kennen die Stelle da, aber es ist trotzdem immer, wie gesagt, da ist die Pausenhaltestelle. In meinem Begriff, diese Bucht ein bisschen zu klein gehalten, gerade mit dem Gelenkbus. Hast du da schon deine Probleme? Könnte ich irgendwie Pause schildern oder sowas? Ich kenne die Codes jetzt leider nicht auswendig. Aber hier, wer ein bisschen bergauf geht, der hat schon seine Probleme, wa? Aber trotzdem, also sehr, sehr schöner Bus. So, wir wollten jetzt irgendwie mal Pause. Gibt es das hier? Nö. Was ist denn das? Werkstattfahrt. Asiak. Du fahr auch. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ja, genau, lass doch ihn rein. So, mal gucken, ob ich es heute vernünftig hinkriege, mich hier reinzustellen. Schaffe ich eigentlich nie. Ich habe meistens noch irgendwie den Arsch da auf der Straße drauf. Gucken wir mal. Ja, immer, ne? Wenigstens nur so ein bisschen, ne? Aber, naja, das üben wir dann nochmal. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf der Linie 73 mit einem sehr, sehr schönen Mercedes-Benz Citaro G. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann guckt euch gerne nochmal mein letztes Video an. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute. Gabt euch wohl, macht's gut. Ciao, ciao.